Der Kohl mag es bunt und abwechslungsreich. Das absolute Trendgemüse in den USA. Und auch bei Ernährungsbewussten hierzulande ist der Grünkohl. Er ist der Renner in der kalten Jahreszeit. Ich kenne ihn so, dass es deftig zubereitet wird mit einer groben Bratwurst. Und dann mit Zwiebel und mit Speck und mit Mettwurst. Ja. Lecker. Und nicht gerade kalorienarm. Viel leichter sind da schon die Asia-Varianten. Das heimische Superfood lässt sich nämlich hervorragend mit Ingwer oder Sojasprossen kombinieren. Die Vitamine gehen allerdings beim Erhitzen flöten, deshalb nur kurz in der Pfanne schwenken. Tatsächlich ist der Grünkohl aber auch roh als Salat oder als Smoothie super lecker. Grünkohl hat viel mehr Vitamin C als eine Orange, nämlich pro 100 Gramm nicht schon den Tagesbedarf. Und tatsächlich hat Grünkohl auch so viel Kalzium in 100 Gramm wie ein großes Glas Milch. Also deshalb gerne zugreifen. Doch unter all den Kohlsorten ist tatsächlich das der Verkaufsschlager, der Weißkohl. Er gehört zu den Gemüsesorten, die am meisten angebaut werden. Verarbeitet wird er vor allem zu der angeblich bekanntesten deutschen Leibspeise, dem Sauerkraut. Nur warum hat Kohl dieses schlechte Image? Ja, ich glaube, das ist die Zubereitung. Kohl vermutet man doch immer mit Verdauungsproblemen, oder nicht? Dass es zu Blähungen führen könnte. Ja, genau. Kein Grund, auf ihn zu verzichten. Schuld daran sind die Senföle. Der Trick? Das Gericht mit Kümmel oder Anis würzen. Diese Gewürze schonen den Magen. Empfindliche Personen ziehen diesen vor, den Chinakohl. Er enthält deutlich weniger Senföle. Für alle Kohlsorten gilt: Qualitätsmerkmale beim Einkauf sind, dass der Kohl einmal eine frische Farbe hat, ein gutes Aussehen hat, keine braunen Stellen, dass er auch auf Druck nicht zu stark nachgibt, dass er wirklich noch fest ist, dass der Strunk auch in Ordnung ist. Kohlköpfe immer unverpackt kaufen, denn unter der Folie sammelt sich Feuchtigkeit und der Kohl schimmelt schneller. Beim Wirsing lieber genau hinhören. Wie beim Spargel, da prüft man auch. Sehr gut, ja. Genau. Im Gemüsefach halten sich geschlossene Köpfe wie Rot- und Weißkohl bis zu 4 Wochen. Lockere Kohlköpfe wie Wirsing dagegen nur 1 bis 2 Wochen. Eine lange Lagerung tut keinem Kohl gut, denn mit jedem Tag verliert das Superfood an Vitaminen. Alternativ? Einfach einfrieren, kurz blanchieren, mit kaltem Wasser abschrecken und zerkleinern. Gut verpackt hält er sich bis zu 12 Monate. Klappt übrigens auch mit Rosenkohl. Sein Markenzeichen der intensive Kohlgeschmack. Stärker noch als bei den großen Kollegen. Aber eine Prise Zucker mildert ihn ab. Fürs gleichmäßige Garen einfach den Stielansatz vor dem Kochen kreuzweise einschneiden. Am besten dämpft man den kleinsten Kohl in nur wenig Wasser, damit seine Vitaminvielfalt nicht im Kochwasser landet. Wenn Sie den kochen, dann riecht er ja immer ein bisschen. Ja, das stimmt. Ne? Durchlüften. Das ist eine super Idee. Hilfreicher ist da aber schon Essig. Ein Schuss davon ins Kochwasser und der kräftige Kohlgeruch ist kein Thema mehr. Und man schmeckt keinen Unterschied. Wer ein Farbenspiel auf dem Teller möchte, sollte zu diesen bunten Blumenkohlköpfen greifen. Diese gelben, violetten und grünen Varianten wachsen wirklich in Europa. Die Farbstoffe Beta-Carotin, Anthocyan und Chlorophyll sorgen für die hübschen Verfärbungen. Zubereitet werden sie aber genauso wie unser Weißer und schmecken auch so. Auf dem Markt findet man sie eher selten, doch wenn, unbedingt ausprobieren. Im Herbst und Winter gehört Kohl einfach auf den Tisch, sogar als Pizza. Dazu Blumenkohl fein raspeln und mit Eiern und Käse vermengen. Das als Pizzateig auf ein Backblech verteilen und für rund 15 Minuten backen. Nach Belieben belegen, nochmals in den Ofen und schon wird aus einem alten Kohlkopf ein schickes Trendgericht.